meinem neuen Buch. Das gibt es in keinem Russenfilm. Es ist eine Parodie auf das Genre der Autobiografie. Also eines Nachts habe ich senkrecht im Bett gesessen und habe mich gefragt, was wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Und das ist so eine Frage, die hat sich jeder Ostler schon mal irgendwie gestellt. Meistens ist es so episodisch, ja. Also man steht vor den Niagara-Fällen und denkt, das hättest du nie gesehen, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Oder man überlegt, naja, heute auch vielleicht Abteilungsleiter, VW und Leutrikotagen, aber auch ohne, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Oder irgendwie so. Aber ein Romanautor, der kann natürlich ganz anders rangehen. Der muss nicht so episodisch, sondern er kann wirklich das ist eine Frage, ist eben immer ein Ausgangspunkt für einen Roman. Und als ich angefangen habe, mir mein Leben sozusagen auszudenken und zu beschreiben, wie es wäre, wenn die Mauer nicht gefallen wäre. Irgendwann war mir auch klar, dass ich mir auch um die DDR Gedanken machen muss, denn die DDR des Jahres 2010 wird schwerlich die von 1985 gewesen sein. Und so ist dann dieser Roman eine Verklettung oder ein Ineinander, eine Verzahnung eben einmal einer kontrafaktischen Geschichtsschreibung und eben einer Parodie auf das Genre der Autobiografie. Und es geht jetzt hier um die Prenzlauer Bergszene. Ein erster Versuch im Jahr 1986 in die Szene zu gelangen, die lässt Thomas Brussig verstreichen, aber dreieinhalb Jahre später unternahm ich meinen zweiten Kontaktversuch mit der Szene, bei einer Lesung. Die sollte in einer Wohnung in der Stargarder sein. Die Stargarder war ja die Prenzlauer Bergstraße schlechthin. Die Kollwitz, die Dunker, die Rieke und die Greifenhagener waren auch nicht ohne, aber die Stargarder setzte allen die Krone auf. Es war nach 15 Uhr praktisch unmöglich, jemandem auf offener Straße zu begegnen, der kein Reklambüchlein mit sich führte. Oder noch härtere Sachen, Surkamp, Wagenbach, so Zeug eben. So viel nur zur Stargarder. Die Lesung sollte so ab 8 vielleicht sein. Um mich nicht lächerlich zu machen, kam ich 8:45. Die Wohnung war schon voll, der Zigarettenqualm drang bis ins Treppenhaus, aber ich war immer noch zu früh. Ich ging durch ein Gedränge von Menschen und stand plötzlich... Aber großartig ist natürlich, dass man als Schriftsteller mit dem Spielcharakter der Literatur, mit dem Erfindungsreichtum sich wirklich austoben kann bis zum geht nicht mehr. Ich meine, kriegt man da immer noch selbst auch die Kurve oder gab es in der Zeit der Schaffensperiode, dass sie dann nachts mal aufgewacht sind und wussten nicht mehr so richtig, oh Gott, welcher Brussig bin ich denn eigentlich und welche Zeit mich jetzt, wenn ich jetzt morgens rausgehe, steht dann tatsächlich noch die Mauer und wenn sie nicht gefallen ist, dann steht sie ja noch heute noch. Naja, nee, die eigentlichen Probleme oder die Sorgenfalten, die waren woanders. Mir war dann schon klar, also dass das, was ich hier mache, nämlich das Kontrafaktische, dass die Romanform so reich an Formen ist, die Romanform, ich liebe sie ja so, weil sie so viel Möglichkeit bietet. Und obwohl sie so viel Möglichkeit bietet, gibt es eigentlich kaum richtig gute Autoren, die kontrafaktische Romane schreiben. Mir fallen eigentlich nur zwei ein, von wirklich guten. Ja? Also das einmal von Karel Čapek, Der Krieg gegen die Molche, oder Der Krieg mit den Molchen, und dann von Philip Ross, Verschwörung gegen Amerika. Mhm. Es gibt da noch eine ganze Reihe anderer, es gibt einen deutschen Autoren, Christian von Ditfurth, der schreibt nur kontrafaktische Sachen, aber die sind nicht gut. Ja? Und nur wusste ich, ich schreibe hier halt Kontrafaktisches. Und obwohl diese Form so verlockend ist, richtig gute machen das nicht. Also das wird Gründe haben. Das hatte ich immer das Gefühl, ich mache hier etwas, was man als Autor eigentlich nicht tun sollte. Und wo ist der Haken? Also was ist den Guten aufgefallen, dass sie die Finger von gelassen haben? Und was ist mir nicht auf, was habe ich übersehen? Ja, also diese Sorge hat mich immer beschäftigt. Du bist doch ein Fußballfan, ne?
Ach so, weil. Kleiner Blick, warten Sie mal, wir wollen jetzt wenigstens die Antwort Fußballfan. Jetzt ist jetzt nicht, nein, jetzt kommt keine Übertragung, das nicht. Das wichtige Spiel Union gegen St. Pauli ist gerade abgeführt worden. Ja, aber ich bin, ja, aber Hertha hat Spielzeit. Ja, Hertha in Hamburg. Ja, aber ist, okay, jetzt wollen wir jetzt nicht. Okay. Hertha spielt in Hamburg. Es ist ein wenig Augenblick, aber wir, ich wollte nochmal auf die 90 Minuten. Die jetzt rum sind mit der Halbzeitpause. Ich würde sagen, wir gehen dann erst in die Verlängerung, dann wenn das nächste Buch von Thomas. Nee, die Verlängerung findet ja statt, die findet natürlich beim Signieren statt. Dann hier, also die Bücher gibt es natürlich. Alle muss keiner seine Lebensgeschichte haben. Keiner, genau. Doch, wir stoppen ganz genau, wie lang die Schlange ist. Erstens haben Sie vielen, vielen Dank, dass Sie so zahlreich heute Abend hier waren. Zweitens, der Dank geht an die Bibliothek, diese Veranstaltung mit uns gemeinsam hier so gut organisiert zu haben. Drittens, der Dank natürlich vorrangig, natürlich der erste, geht an den Autor. Und vielleicht können wir es ja tatsächlich hinkriegen, dass Sie beim nächsten Buch wieder hier in die Bibliothek kommen, wir das wieder gemeinsam machen und dann nach 2015, stimmen wir alle ein und so weiter. Und dann wird Thomas Brussig irgendwann unser Weltmeister sein. Vielen, vielen Dank, Thomas Brussig, und Ihnen noch einen schönen Freitagabend. Natürlich zuerst mal Thomas Brussig, zum Zweiten natürlich Carsten Wist, dass wir das hier zusammen gemacht haben. So, jetzt wollte ich eigentlich rote Nelken Thomas Brussig überreichen, aber es ist mir nicht gelungen, welche zu kriegen. Deswegen kriegt er, weil auch heute Frühlingsanfang ist, ein Frühlingssträußchen, er kann das ja gerne an seine Frau weitergeben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier waren.